Hallo meine Lieben, ich bin's Rosebud und willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Heute werde ich auf Deutsch reden, weil viele von euch darum gebeten haben. Ja, aber heute sieht es ja irgendwie anders aus, weil mein Freund Tennis schaut und daher muss ich im Schlafzimmer drehen. Ich hoffe, das stört euch nicht und ich hoffe, ihr mögt das Video. Und ich dachte, wenn ich auf Deutsch rede, ja, dann muss es wirklich ein Thema, was Deutsche betrifft, was die Leute, die Deutsch verstehen, auch betrifft. Und daher habe ich das Thema gewählt. Und zwar, heute schauen wir uns diese Symbiose-Beziehung zwischen Deutschland und die Ausländer. Und ohne weiteres, lass uns damit anfangen. Deutschland wird heftig über Ausländer, Migration, Asylant richtig gestritten. Ich meine, illegal oder nicht illegal, Bleiberechte, die sind Themen, die fast jeden von uns heute interessiert und nicht nur interessiert, sondern auch betrifft. Und ich lebe schon fast 17 Jahre in Deutschland. Ich bin nicht blind. Ich habe das Ganze verfolgt und ich auch. Und sogar ich merke die Unterschiede und die Entwicklung, die in den 17 Jahren passiert sind. Es wird immer diskutiert, wie schlecht es geworden ist, wie schlimm das mit der Migration geworden ist, wie alles sich verschlechtert und so weiter und so fort. Und darüber möchte ich auch wirklich nicht reden, weil die haben ihre eigenen Gründe, warum die so denken. Und da muss man, weiß nicht, gegenüber den Leuten sitzen und kommunizieren und diskutieren, warum die Menschen solche unterschiedliche Meinungen haben. Heute möchte ich nur diskutieren über die Symbiosebeziehung zwischen Deutschland und die Ausländer. Und ich meine Ausländer, gebildete, berufstätige Ausländer. Heute habe ich 5 Gründe für euch, wo Ausländer und Deutschland eine super symbiotische Beziehung haben. Die Situation, wo Deutschland, wo der eine ohne der andere schlechter dran wäre und umgekehrt. Und Punkt Nummer 1, das Sozialsystem. Das Sozialsystem in Deutschland funktioniert auf Basis der Pyramidenwachstums. System. Das heißt, mehr Kinder werden geboren und im Laufe der Zeit sterben ältere Menschen und im Alter von 80, 90 sind kaum Menschen da. Das Problem ist, diese Wachstumspyramide existiert fast nicht mehr, in Deutschland sowieso nicht. Das heißt, es werden weniger Kinder geboren, es sind aber wenige Arbeitskräfte. Und die Menschen leben länger. Ha? Es ist eine Lebenserwartung von 80, 90 in Deutschland erwartet. Das heißt, die älteren Menschen, die da überleben und länger leben, die müssen oder die brauchen Jugendliche, die arbeiten, also Arbeitskräfte, die die Arbeit annehmen und in den Sozialsystem zahlen, sodass die älteren Menschen zahlen können über ihre Rente. Ja. Und wenn Deutschland keine ausländischen arbeitsfähigen Kräfte mehr hätte, dann würde dieses System kollabieren, weil es werden wenige Arbeitskräfte, die Sozialleistungen zahlen und dafür wird einfach zu wenig oder fast keine Rente mehr für die älteren Menschen ausgezahlt. Ja,
für die Ausländer ist das natürlich die super Angebot, dass die hier kommen und ihr Arbeitsplatz bekommen. Die zahlen auch ihre Sozialleistungen. Und natürlich für den ist auch so eine Art Zukunftsversicherung, weil wenn du eine Rentenversicherung zahlst, dann hast du auch die Möglichkeit, eine Rente zu kriegen, wenn du Rentnerin bist. So ist es. Punkt Nummer 2, die Arbeitskraft bzw. die Arbeitsmarkt. Es gibt Gebiete in der deutschen Arbeitsmarkt, die ziemlich schwach wäre ohne die ausländischen Kräfte. Und ich meine nicht nur Eliteberufe wie Ingenieure oder Naturwissenschaftler, ich meine auch Gebiete wie Sport, zum Beispiel Bundesliga. Was wäre aus der Bundesliga ohne die ausländischen Spieler? Özil, Boateng, etc. Ja? Und auch wenn wir über die Arbeit reden, wir dürfen auch nicht die kleinen Stellen vergessen, die keine Deutsche machen möchte. Ich rede über gefährliche, anstrengende, schmutzige Arbeitsstellen. Punkt Nummer 3, Bildung. Wenn man so grob schauen würde, würde man denken, ich denke, da profitieren die Ausländer mehr, also überhaupt Deutschland darunter was gewinnt. Ne? Ich meine, die deutsche Bildung ist einer von den besten Bildungen, die du überhaupt bekommen kannst. Wenn man einen Abschluss in Deutschland gemacht hat, das wird weltweit geschätzt. Und das Beste an der deutschen Bildung ist, dass man studieren könnte, ohne die Studiengebühren. Und das gibt es nicht in vielen Ländern. Und was Deutschland davon hat, ist, dass man am Ende des Tages in der deutschen Arbeitsmarkt viel mehr Elite, gebildete Leute, Fachmänner hat. Und das, ob Deutsche oder Ausländer, davon profitiert Deutschland. Punkt Nummer 4, Wirtschaftswachstum. Ja, da muss man schon sagen, es gibt sehr, sehr, sehr viele gebildete Deutsche, die auswandern in die Schweiz, in die USA, wo auch immer, aus steuerlichen Gründen, aus Klimavorteile, schieß mich tot. Und wenn die ausgewandert sind, die lassen so eine Art Lücke in der Wirtschaft. Und Gott sei Dank, es gibt die berufstätige, gebildete Ausländer, die diese Lücke dann füllen und die Wirtschaft nach vorne treiben. Und man könnte sagen, wirklich ohne die Zuwanderung, dass die Bruttoinlandsprodukt ziemlich schrumpfen würde. Ja. Punkt Nummer 5, Innovationen. Und mit Innovation meine ich Unternehmensgründung. Man sieht schon, dass in den letzten Jahren viel mehr Ausländer Unternehmensgründer werden. Und das treibt die Wirtschaft nach vorne. Und das ist das Gebiet, wo wir neue Ideen haben, neue Firmen, ob es Ein-Mensch-Firmen sind oder Familienunternehmen oder riesige Unternehmensfirmen. Es gibt sehr viele neue ausländische Unternehmungen. Ja. Also meine Lieben, das waren meine 5 Gebiete, wo Deutschland und Ausländer eine symbiotische Beziehung gebildet haben. Falls ihr anders denkt oder anderer Meinung seid in irgend von den Punkten, den ich gelistet habe, bitte lasst mich wissen in den Kommentaren unten. Und falls ihr das Video gemacht habt, nicht vergessen, mir einen Daumen hoch zu geben. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, bitte abonnieren, da kriegt ihr Notifikationen, wenn ich demnächst gepostet habe. Mein nächstes Video wird auf Englisch wie immer. Und bis dahin, ich hoffe, dass wir uns wieder sehen. Bleibt gesegnet, habt eine schöne Woche und lasst uns demnächst wiedersehen. Und bis dahin, ciao!